Der Sommer 2021 hatte bereits einige Highlights für alle Fans von The Elder Scrolls Online im Gepäck. Zum ersten erschien das mit neuen Herausforderungen vollgepackte Kapitel Blackwood, das den bisherigen Höhepunkt der jahresumfassenden Geschichte Tore von Oblivion darstellt. Zum zweiten ging parallel das kostenlose Update 30 online, das mit den Bestrebungen ein motivierendes Belohnungssystem nach Tamriel brachte. Und zum dritten spendierten die Entwickler ihrem Elder Scrolls MMO das Console Enhanced Upgrade, um aus der neuen Konsolengeneration fortan das Maximum herauszuholen. Doch wie gut schlägt sich die Next-Gen-Fassung von ESO auf PlayStation 5 und Xbox Series? Was sind die Vorteile im Vergleich zu den PS4 und Xbox One-Versionen? Wir haben uns erneut nach Tamriel begeben, um genau das für euch herauszufinden. Bevor wir euch zeigen, wie schön die Console-Enhanced-Version von ESO ist, haben wir noch eine Bitte an euch. Falls euch dieses Video gefällt, dann teilt es mit euren Freunden, schreibt einen Kommentar, lasst uns ein Like da oder noch besser, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, um nichts zu verpassen. Gleich das Wichtigste vorweg. Wer The Elder Scrolls Online bereits auf einer Xbox- oder PlayStation-Konsole besitzt, erhält kostenlos Zugriff auf das Console Enhanced Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series S X. Auf der Microsoft-Plattform wird die Next-Gen-Version dank Smart Delivery sogar automatisch heruntergeladen und installiert. Auf der neuen Sony-Konsole könnt ihr den Download beim Spielstart oder über die ESO-Produktseite im PlayStation Store anstoßen. Und wir haben noch eine gute Nachricht für euch. Elder Scrolls Online nimmt in der Console Enhanced Version kaum mehr Speicherplatz ein, als ihr es von eurer PlayStation 4 oder Xbox One gewohnt seid. Statt etwa 84 GB sind es nun etwas mehr als 90 GB. Bei der Ankündigung von Console Enhanced stach eine Verbesserung besonders hervor. Die Ladezeiten sollen im Vergleich zur letzten Konsolengeneration viel kürzer ausfallen. Und genau das können wir im Test bestätigen. Dauert es auf PS4 und Co. vom Startbildschirm aus fast anderthalb Minuten, bis wir endlich unser virtuelles Alter Ego durch Tamriel steuern dürfen, verkürzt sich die Zeit auf den neuen Geräten auf 27 Sekunden. Vergleichbar sieht es bei den Reisezeiten von Wegschrein zu Wegschrein aus. Auf der Xbox Series landen wir in gerade einmal 2 Sekunden an unserem Zielort. Auf Xbox One mussten wir noch 24 Sekunden auf die Schnellreise warten. Wer, wie wir, ständig von Schauplatz zu Schauplatz reist, verbringt also deutlich weniger Zeit mit Warten. The Elder Scrolls Online mag seit dem Launch bereits über 7 Jahre auf dem Buckel haben, doch gehört das Online-Rollenspiel von ZeniMax noch lange nicht zum alten Eisen. Ganz im Gegenteil durfte sich ESO in den letzten Jahren über einen enormen Spielerzuwachs freuen. Im Konsolenbereich gibt es derzeit wohl kein beliebteres MMORPG. Umso schöner ist es, dass das Spiel auf PS5 und Xbox Series nun in Next-Gen-Licht erstrahlt. Beim ersten Einloggen fallen sofort die feineren Texturen sowie die verbesserte Sichtweite auf. Die abwechslungsreich designten Zonen der Spielwelt strotzten schon vorher mit ihrer Detailverliebtheit. Jetzt können wir den Dunkelforst, Himmelsrand und die zahllosen anderen Gebiete auch auf einem großen Fernseher in ihrer ganzen Pracht erleben. Ein großes Atmosphäre-Plus bilden zudem die verbesserten Reflexionen sowie Licht- und Schatteneffekte. Ob es die vielen Wasserflächen im Trübmoor oder an Flüssen und Seen gelegene Städte wie Vivek sind, immer wieder halten wir inne, um die Spiegelungen auf der nassen Oberfläche zu bestaunen. Gleiches gilt für dynamische Lichtquellen wie beispielsweise Kaminfeuer. So gut sah ESO bisher nur auf High-End-PCs aus. Elder Scrolls Online sieht auf den neuen Konsolen jedoch nicht nur hübscher aus und lädt schneller, es spielt sich auch spürbar flüssiger. Wir haben uns etwa durch ein Portal ins Reich des Vergessens begeben, um in den Totenländern mit anderen Spielern in Daedra-Hintern zu treten. Ruckler oder Lex konnten wir bei den effektreichen Kämpfen keine feststellen. Gleiches gilt für Dungeon-Besuche oder PvP-Runden auf den Schlachtfeldern. Bemerkenswert ist das umso mehr, weil wir unsere Testrunden mit aktiviertem Qualitätsmodus gedreht haben. Dieser sorgt auf PS5 und Xbox Series X für eine native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde. Alternativ steht euch aber auch ein Leistungsmodus zur Verfügung mit 1440p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde. Der verspricht ein noch geschmeidigeres Spielgefühl bei vergleichbarer Grafikqualität. Im Leistungsmodus wird die Qualität der Reflexion beispielsweise nur dann heruntergeschraubt, wenn sehr viele Wasserflächen dargestellt werden müssen
oder ihr euch in einem Gebiet wie Cyrodiil befindet, in dem die Performance in der Regel wichtiger ist als die Grafik. Unterm Strich können wir für die Console-Enhanced-Fassung von Elder Scrolls Online nur einen Daumen nach oben geben. Dank des kostenlosen Updates läuft ESO auf den neuen Konsolen schneller, hübscher und runder. So macht es einfach noch mehr Spaß, sich einzuloggen, die tolle Spielwelt zu erkunden und sich in immer neue Herausforderungen zu stürzen. Falls ihr Bock auf die Next-Gen-Version von Elder Scrolls Online bekommen habt, schaut im PlayStation Store, im Microsoft Store oder auf der offiziellen Webseite von ESO vorbei.